Früher baute Bernd Hennemann Zirkuszelte auf und Kirmesbuden. Schausteller war er. Aber jetzt hat er schon lange keinen Job mehr und muss deshalb von Arbeitslosengeld 2 leben. Und das wurde ihm auch noch gestrichen. Komplett. Eine Kürzung um 100% wegen der Verletzung seiner Mitwirkungspflicht. Weil er einen Eurojobs nicht machte, setzte ihn das Jobcenter Dortmund Mitte August auf 0 Euro. Was machen Sie dann so den Tag über? Ja, rumlaufen. Gucken, wo ich hier vor Geld herkriege. Schnorren, Flaschen sammeln. Wie Bernd Hennemann wurden 2011 10.000 Menschen von ihrem Jobcenter total sanktioniert. Über mindestens 3 Monate. Leben 100% unter dem Existenzminimum. Herr Hennemann nimmt uns mit zu dem Haus, in dem er gewohnt hatte. So lange, bis die Mietschulden zu hoch wurden. Der Vermieter hat ihn einfach vor die Tür gesetzt. Wie lange waren Sie jetzt in Verzug mit der Miete? 3 Monate. Einfach aber eigentlich bezahlt das Arbeitsamt ja die Miete. Ja, die haben das direkt bezahlt? Ja. Vom Arbeitslosengeld 2? Ja. Und das haben Sie dann auch nicht mehr bezahlt? Das haben die auch nicht mehr bezahlt. Ganz oben war seine Wohnung. Seitdem er hier weg musste, ist Herr Hennemann ohne festen Wohnsitz. Haben Sie denn dem Jobcenter gesagt, dass Sie jetzt auf der Straße stehen? Ja, die haben zu mir gesagt, das ist denen egal. Da muss ich mit klarkommen. Das hat Ihnen der Fallmanager gesagt? Ja. Bei Verwandten und Bekannten kann er übernachten. Manchmal zumindest, aber nicht auf Dauer. Herr Hennemann ist jetzt obdachlos. Wie konnte das Jobcenter so etwas in Kauf nehmen? Wir vereinbaren ein Interview mit dem Jobcenter. Doch kurz vor dem Termin sagt die Pressestelle das Interview plötzlich ab. Schriftlich heißt es dann, das Sozialgesetzbuch 2 wurde konsequent angewendet. Die Sanktionen seien im Sinne von Fördern und Fordern folgerichtig eingetreten. Heute kommt er nirgends mehr unter. Das heißt, draußen schlafen. Wenn jemand wie er kein Geld mehr vom Jobcenter bekommt, kann er zumindest noch Lebensmittelgutscheine erhalten. Doch Herr Hennemann hat seit einem Monat keinen einzigen Gutschein mehr vom Jobcenter bekommen. Sie haben gesagt, bei 100% gibt es auch keine Einkaufsscheine mehr. Aber Sie brauchen doch Einkaufsscheine, haben Sie nicht gesagt, ja, wovon soll ich jetzt mich ernähren? Ja, die haben dann zu mir gesagt, Suppenküche ist ja da, da gibt es genug Stellen, wo man Essen kriegen kann und das würde dann reichen. Die müssten ja angeblich gar nicht Einkaufsscheine geben. Das wäre ja nur eine Kulanz von denen. Das haben Sie gesagt? Ja. Das ist eine Kulanz von uns. Wir müssen ihnen gar nichts geben. Stimmt. Es liegt im Ermessen des Jobcenters, ob es Gutscheine gibt. Als wir dort nachfragen, heißt es, Bernd Hennemann könne vorbeikommen und seine Lebensmittelmarken abholen. Doch da war er erst kürzlich und bekommen hat er nichts. Bis November war er noch krankenversichert. Aber wer weder Geld noch Lebensmittelscheine bekommt, verliert auch seine Krankenversicherung. Das liegt jetzt alleine an den Essensscheinen. Würde ich jetzt einen Essensschein kriegen? Und wenn ich nur einen kriege, bin ich automatisch weiter versichert. So wie man mir das erklärt hat. Aber ich kriege ja weder noch Essensschein noch Geld, also bin ich auch nicht mehr versichert. Bis Ende Januar, glaubt Hennemann, werde er noch zu 100% sanktioniert. Und gibt die einigermaßen warm? Ja, die sind warm, die sind dick, können sie auch fühlen. Kann ich nur zusehen, was das nicht zu kalt wird der Winter, was ich nicht erfriere sonst. Ist da auch ein Kopfkissen? Kopfkissen habe ich auch. Hier einmal drin. Ein Bezug habe ich auch dafür. Habe ich auch hier drin. Und wo ist denn Ihr Bett sozusagen? Ja, halt da hinten, wo das Weiße Haus auf der rechten Seite. Dahinter. Was machen Sie an Weihnachten? Ich gehe früh schlafen und dann an den Tag werde ich wach und dann ist das für mich erledigt. Und Silvester genauso. Ich zähle nur noch die Stunden oder die Wochen bis Januar, dann bis Ende Januar. Und dann ist für mich dann Silvester und Weihnachten, wenn alles wieder normal geht. Normal heißt, dass Sie wieder das Arbeitslosengeld 2 bekommen? Ja, und was ich eine Wohnung. Ich hoffe, dass Sie bis dahin auch eine Wohnung dann für mich haben. Weil das ist dann für mich Weihnachten.